Der Spessart, eines der größten Waldgebiete Bayerns. Einzigartiger Naturraum, Nationalparkkandidat. Aber dieser Wald hat ein Problem. Fichten werden geschält, junge Buchen zu Büschen verbissen und die Eiche hat nur hinter Zäunen eine Chance. Wir haben für den Lebensraum Spessart zu viel Rotwild. Und um die Bestände anzupassen, aber gleichzeitig zu schauen, dass den Lebensbedürfnis vom Rotwild, dass man dem gerecht wird, müssen wir unsere Jagdstrategie ändern und müssen ein neues Jagdkonzept aufsetzen. 2 Wochen zuvor. Forstbetriebsleiter Florian Vogel hat eine Gemeinschaftsjagd angesetzt. Mit dabei ist die neue Berufsjägerin im Staatswald, Theresa Hörmann. 28 Jahre alt. Sie soll helfen, die Jagd hier im Spessart zu verändern. Modernes Wildmanagement ist ein Fulltime-Job. Theresa Hörmann geht täglich auf die Pirsch, kontrolliert Hochsitze und beobachtet den Wildbestand. Und sie plant Jagden, so wie heute. Ihr Vater ist ebenfalls Berufsjäger. Er hat sie schon als Kind mit in den Wald genommen. Ich bin mit dem Beruf groß geworden und für mich ist es einfach die größte Leidenschaft. Es ist nicht nur die Jagd, nicht nur der heutige Tag, die Drückjagd, sondern alles, was mit Wild und Jagd und Natur zum Tor hat. Es gibt noch alte Videoaufnahmen, die ich gemacht habe, wo sie schon mit dem Schneeanzug zwischen den Treibern rumrennt und am Aufbruchplatz und voll dreckig. Und ich habe es auch schon heimgefahren in der Hundekiste und habe einen Hund im Auto gelassen, weil es so dreckig war. 2 Stunden Jagd liegen vor ihnen. Als Hundeführer haben sie heute die Aufgabe, das Wild in Bewegung zu bringen, sodass die Jäger es vom Hochsitz aus erlegen können. 20 Schützen machen mit. Einer von ihnen ist Forstbetriebsleiter Florian Vogel. In den letzten 5 Jahren hat er die Abschusszahlen beim Rotwild verdoppelt, von 145 auf 300 Tiere pro Jahr. Aber die Schäden sind immer noch da. Ein Grund ist die typische Waldstruktur im Spessart. Die Bäume hier sind alle gleich alt, eine Folge der intensiven Forstwirtschaft. Und genau darin sieht der Wildbiologe Florin Fili ein Problem. Seiner Ansicht nach ist der Wald auch deshalb so geschädigt, weil die Tiere keine andere geeignete Nahrung, in der Fachsprache Äsung, finden. Der Schweizer ist Experte für Rotwildmanagement und wird den Forstbetrieb die nächsten Jahre begleiten. Wenn man so in den Wald hineinschaut, fehlen alle Requisiten, die der Hirsch zum Leben braucht. Er braucht sichere Äsungsflächen, er braucht Rückzugsgebiete, in denen er sicher ist. Der Wald muss strukturiert sein, es muss alte Bäume haben, es muss mittelalte Bäume, es muss junge Bäume haben. Es sollte auch ein bisschen, die Krautschicht im Wald sollte auch diverser sein und nicht monoton, gar nichts, was jetzt der Fall ist. Der Spessart ist ein karger Lebensraum. Es gibt wenig Kräuter und Gräser. Eigentlich würden die Hirsche ihre Nahrung auch auf nahegelegenen Wiesen suchen, aber hier werden sie erst recht gejagt. Der Mensch hat das Rotwild in den Wald gedrängt und hier passen sich die klugen Tiere den Umständen an. Beispiel Waldwiese. Die Kanzel ist auf die Freifläche ausgerichtet. Das wissen die Hirsche, warten am Waldrand, bis es dunkel ist, und verbeißen derweil die jungen Buchen. Ein klassischer Jagdfehler. Man muss nicht einfach so geradeaus jagen und einfach knallen, knallen, knallen. Das geht nicht. Man muss mit der Biologie der Tiere jagen und auch verstehen, wie sie funktionieren. Er empfiehlt eine Doppelstrategie. Einerseits jagen, andererseits auch Ruhezonen schaffen. Auf dieser Wiese würde er nicht mehr schießen, sondern Kräuter ansäen, damit die Tiere Nahrung finden. Eine Umstellung für den Forstbetrieb. Letztlich geht es um eine Sache, dass es im Wald gut geht. Und in 5 Jahren muss die Verjüngung angelaufen sein, die Verjüngung unserer Hauptbaumarten wie der Buche, dass die von alleine kommt, dass die unverbissen wachsen kann, dass die Schälschäden zurückgehen und wir für den Klimawald der Zukunft, das heißt den Wald, den wir im Zuge des Klimawandels brauchen, einen gesunden Waldbestand vorfinden können. Zurück zur Jagd. Gesellschaftsjagden werden künftig die Regel sein in Rotenbuch, denn das bisherige System mit Pirschbezirken wird abgeschafft. Private Jäger dürfen dann nur noch unter Leitung von Berufsjägern oder Förstern schießen, damit das Wild zwischendurch Ruhe hat.
Theresa Hörmann hat aber gerade ein ganz anderes Problem. Irgendwas scheint da drüben mit faul zu sein. Theresas Hund muss ein Stück Wild gestellt haben. Man hört es am Bellen. Eine Wildsau wurde vom Schützen wohl nicht tödlich getroffen. Gute. Ja. Theresa Hörmann erlöst sie mit einem Stich in Lunge und Herz. Sag mal, wir haben mit den Hunden gemeinsam jetzt ein gutes Erlebnis gehabt, weil die Sau ist zur Strecke gekommen. Sie leidet nicht und genau, haben sie jetzt. Kurze Meldung an den Jagdleiter, alles in Ordnung. Also. Theresa ist bisher die einzige Berufsjägerin Bayerns. Aber Profis wie sie könnten an Bedeutung gewinnen, falls mehr Forstbetriebe ihr Jagdmanagement umstellen. Natürlich ist mein persönliches Ziel, dass ich hier zum Jagen gehe, dass ich hier was für die Essungsverbesserung vom Wild machen kann. Dass wir hier einfach fürs Wild was erreichen, dass der Bestand an den Wald angepasst ist oder angepasst wird. Und das ist, dafür sind wir jetzt in erster Linie eingestellt. Die Jagd neigt sich dem Ende zu. Florian Vogel legt noch einmal an. Er hat eine Hirschkuh im Visier. Der Forstbetriebsleiter hat ein Alttier ohne Kalb erlegt. Das ist wichtig im Sinne des Tierschutzes. Außerdem wurden an diesem Tag 8 Rehe und 27 Sauen geschossen. Die Tiere werden aufgebrochen und dann als Wildbret vermarktet. Das neue Jagdmanagement im Spessart steht noch am Anfang. Von nun an sollen die Veränderungen jährlich begutachtet werden. Dann wird sich zeigen, ob es dem staatlichen Forstbetrieb mit Hilfe der Berufsjägerin und dem Wildbiologen gelingt, Wald und Wild in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen. Halt, stopp mal, ich hab noch was. Unseren YouTube-Kanal könnt ihr natürlich abonnieren, aber schaut auch mal rein in die ARD-Mediathek. Da gibt's noch mehr Videos von uns und komplette Unser-Land-Sendungen. Und da gibt's natürlich auch noch viel, viel mehr.